Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich nicht die Steffi. Nein, der Alex ist wieder da, weil die Steffi sich nicht traut, hier alleine voranzuschreiten. Das ist leider noch nicht mal übertrieben oder gelogen. Aber ich freue mich, denn ich mag das Nest. Ja, ich mag's auch. Also ich mochte es, als ich zugeschaut habe. Ja, als ich selbst gespielt habe, habe ich es gehasst. Jetzt danke. Beim Zuschauen, da finde ich es auch toll. So, jetzt... Oh, ich höre Sachen. Ja, das sind die Bewohner dieses Orts. Das ist schön. So, ich gucke erstmal kurz auf die Karte. Wo muss ich denn hin? Da lang. Mhm. Oh, Moment, das war das Bolzenschussgerät. Ja. Das macht jetzt wenig Sinn. So, das schon mehr. Genau, der ist hier am besten. Moment, da muss ich jetzt... Doch? Ja, doch, ist glaube ich richtig. Ich wusste gar nicht, dass hier drin noch Türen sind. Doch, hier sind doch zwei Gänge. Du musst... Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, hast du überhaupt schon was gemacht jetzt in diesem Bereich oder noch gar nichts? Also... Hier, den da vorne, den habe ich abgesucht. Okay, hier gibt es ja noch ein, zwei Gänge. Das ist, genau, das ist, glaube ich, der eine davon. Und da kommt also laut Karte gibt es hier nur den einen. Ach so, da hinten ja, ist noch erstmal, einer, ja. Erstmal, ja, ja. Okay. Aber du würdest schon sagen, dass ich jetzt erstmal ganz normal dem Missionsziel folgen soll, oder? Ja, auf jeden Fall. Schön, okay. Das Missionsziel ist übrigens, vernichten Sie das Nest. Ja. Nichts lieber als das. Ich halte den Flammenwerfer mal lieber gezückt, würde ich sagen, oder? Halte ich für sinnvoll, weil ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann kommt hier auch was. Ja. Etwas, was die Zuschauer bei dir noch nicht gesehen haben. Etwas, was ich eigentlich total mag, solange ich es nicht selber damit zu tun habe. Also hier ist aber schon Schleichen angesagt, ne? Brauchst du jetzt eigentlich noch nicht, nö. Hinten aber rechts kannst du was erkennen. Ah! Oh. Gut, 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 gut. Die halten nicht so viel aus. Ich war... Oh, jetzt, oh scheiße, habe ich jetzt gerade viel Munition verbraucht. Eben, da brauchst du echt nur ein, zwei kleine Stöße. Ja, ich hatte ihn erst nicht erwischt, deshalb. Das ist nämlich das neue Objekt. Ich wollte dir eigentlich was ganz anderes sagen. Ja, nämlich da hinten siehst du etwas, was noch nicht geöffnet ist. Deswegen solltest du da aufpassen. Ah ja, das hatte ich schon erwähnt, genau. Dass es eben auch Eier gibt, die nicht geöffnet sind. Und die würde ich jetzt mal kurz abfackeln. Das würde ich abfackeln, ne? Ich glaube, das geht, ja. Gut, reicht schon. Das brennt jetzt und das müsste dann eigentlich... Nee, hat noch nicht gereicht. Oh, oh, pass auf, da springt was raus. Gut, 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 gut. Schön machst du das. Ja. Oh, also die Facehugger, die machen mich tatsächlich einigermaßen wahnsinnig, muss ich sagen. Hast du denn schon erklärt, was der Sinn dieser Facehugger ist, was die für einen Job haben? Ja, das habe ich. Also das Problem war, dass ich am Ende der letzten Folge oder schon eigentlich in der Mitte der letzten Folge schon im Nest angekommen bin und mich nicht weiter getraut habe ohne dich. Und dann habe ich die Zeit genutzt und dann ausführlich erklärt, was es mit Facehuggern und Chestbustern und so weiter auf sich hat. Ah ja. Und also das Problem bei den Facehuggern in dem Spiel, huch, das wollte ich noch gar nicht. Scheiße. Ich dachte, ich könnte da irgendwas einsammeln erstmal. Ja, der Schrank da drunter, den kannst du auch, glaube ich, noch öffnen. Ich hoffe halt noch ein bisschen auf Flammenwerfer, Moni. Der da, der lässt sich noch öffnen, ja. Ja. Aber bei mir ist ja eh alles voll im Inventar. Du kannst auch nichts mehr basteln, ne? Nee, ich glaube nicht. Also an diesen Apparat da in der Mitte kannst du, glaube ich, noch ran von irgendeiner Seite. Ja, ich habe da vorhin einen Hebel gesehen. Dachte ich. Du solltest, glaube ich, aufstehen, sonst siehst du das nicht. Ja. Jetzt habe ich statt Schließmechanismus Schließmuskel gelesen. Den hat das Teil, glaube ich, nicht. Schließmuskel aktivieren, ja. Sollte man tun, wenn man nicht in die Hose machen will. Ja. Was jetzt in diesem Bereich gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja. Hab ich auch gerade so gedacht. Kann das sein, dass ich gerade viel Krach mache? Ja,
Ja, du willst ja praktisch so eine Art Sprengköpfe aktivieren und das war der erste, glaube ich. Überladen Sie den Beta-Kern. Genau, das war der Alpha-Kern. So, Genau. und der Beta-Kern ist. Ja, oh du Scheiße. Der wird etwas schwieriger. Da ist noch was, was ich mitnehmen kann. Ja, aber du hast ja auf alles voll. Nein, irgendwo. Ich stehe direkt davor. Das ist bestimmt irgendeine scheiß Ausweiskarte. Irgendwas zeigt er mir an, was ich nehmen kann. Okay. Und ich stehe direkt davor. Rechts weiter. Aber ich hab doch da alles. Ich weiß es nicht. Wenn da steht, da ist noch was. Das nervt mich jetzt schon wieder, wenn da irgendwas ist, was ich nicht sehe. Hier, ich guck eigentlich direkt. Hier muss eigentlich was sein. Es kann vielleicht sein, dass du da später noch mal hin musst, aber ich glaube nicht, dass hier jetzt noch was ist. Oder so. Ein Laserschwert? Nein. Ein Laserschwert. Wir sind hier nicht bei Star Wars. Ich kann mich im Schrank verstecken, was mir jetzt nicht wirklich was bringt. Aber Ich also, glaube nicht, dass wenn, jetzt dann was. ist es. Moment. Ach, guck mal, da hängt einer. Ja, genau. Und den muss ich durchsuchen. Und der hat Eine Sprengkapsel. Sachen. War das das? Nee. Da hängt bestimmt irgendwo an dem eine Ausweiskarte dran, die ich jetzt nicht Nee. sehe. Ich habe witzigerweise gerade nur seine Spiegelung im Wasser unten Ja, erkannt. ich auch, ich auch. Also, du hast auch schon erklärt, warum die Leute hier eingesponnen hängen? Ja, Achso, okay. habe ich auch. Aber du kannst das gerne nochmal Nee, aufgreifen, das Thema. nee, ist Also, ja alles okay. der nette Herr hat mit Sicherheit eine Ausweiskarte, die mir jetzt wurscht ist, muss ich echt sagen. Ich habe sowieso nicht alle gefunden. Und ich habe ihn durchsucht und habe nichts gefunden. Also habe ich da jetzt einfach Pech gehabt, dann übersehe ich halt irgendwas. Genau, sei wachsam. Also am meisten Angst habe ich jetzt gerade echt vor den Facehuggern, weil man die halt so spät sieht und weil die so schnell sind. Bin ich da Ja. reingekommen? Nee. Nee. Das kommt noch. Ich meine, es ist natürlich eine sehr geile Location, aber. Ich Das ist überhaupt nicht gut. Aufpassen. Will speichern. Links um die Ecke. Ich weiß, aber erstmal muss das Vieh weg sein. Okay. Also, das war der leichte Abschnitt. Ja. Ich ärgere mich immer noch, dass ich so viel Flammenwerfer-Muni verbraucht habe. Ich lade schon mal kurz nach. Auf jeden Fall musst du jetzt hier links rein, wo das Alien gerade rausgekommen ist. Ja. Da so. War da links an dem PC noch was? Ich denke mal nicht, weil da war ich ja schon. Also das hatte ich ja Achso, beim da Le warst du. Die Alles, Tür, was. die ist aufgegangen praktisch. Genau. Ach, okay. So, hier kannst du gleich irgendwo rechts rein, du kannst aber auch geradeaus. Frag mich jetzt nicht, welcher Gang wichtiger ist. Welcher Gang ist wichtiger? Ja. Ich sagte gerade, hier rechts kannst du, glaube ich, rein. Scheiße, ich will hier raus. Genau, Ja. hier ist ein kleiner Gang und da geradeaus geht's auch lang. Also rechts rum sieht so aus, als müsste ich da ja dann hin. Ja, ich würde vielleicht erstmal geradeaus gucken, was da noch ist. Ich hatte ja gerade gespeichert, also. Da ist auf jeden Fall noch ein geschlossenes Ei. Ja. Das sollte reichen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Wenn sich das jetzt noch öffnet, hast du natürlich Pech. Nee, Ja, es aber ist. ich glaube, da geht nichts mehr, also. So, da oben kannst du natürlich noch mal gucken. Da liegt, Oh, da, glaube ich, ja, eine. da liegt Muni. Und Und die sieht ziemlich eingewickelt aus. sieht Da eigentlich. konntest du doch auf Suche klicken. Oh. Gut. Perfekt. Du konntest die Leiche durchsuchen. Habe ich, aber ich, das Inventar war voll. Okay. Ich habe die Leiche durchsucht, keine Sorge. Das hast du gut gemacht. So, hier links kannst du rein. Gott. Was bimmelt denn da gerade?
Da hat gerade was geklingelt. So ding, 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 ding hat's gemacht. Keine Ahnung. Das ist war scheiße nicht, hier. Es war nicht bei mir. Das ist so zum Kotzen hier. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Das ist doch total krank. Erstmal musst du links rum. Bist du sicher? Ja, da war irgendwas. Was nicht ganz unwichtig ist. Ich weiß nicht mehr was, aber... Ja. Wenn du das sagst. Also ich bin da jedes Mal noch rumgegangen, weil ich wusste, hier war irgendwas zum Einsammeln. Und ich fand das wichtig. Ich weiß nicht mehr, was das war. Pumpgun-Patronen, okay. Ja, aber da was ist das? Taschenlampen-Batterien genau. Und noch eine Impfpistole, okay. Also ja, das sollte man schon mitnehmen. Ja, also vor allem die Pumpgun-Munition, weil alles andere, da habe ich eigentlich immer genug. Oh. Da ist was, pass auf. Ich weiß. Vielleicht geht's auch wieder von alleine weg. Ja, eben, das hoffe ich gerade so ein bisschen. Oder hat's dich schon gesehen? Ich glaube nicht, sonst wäre es schon da. Okay. Hier ist halt leider kein Schrank. Moment, doch. Nein, hier ist keiner. Hier jetzt nicht, aber um die Ecke rechts ist, glaube ich, einer. Also nicht hier, aber wenn du die Treppe runtergehst. Da hängt noch einer. Es ist weg. Ja. Hier rechts ist ein Schrank. Nee, da hinten links ist ein Schrank. Nee, hinter dem Ei. Da könntest du rein, wenn du willst. Ja, musst du aber überall nicht. Das Inventar voll. Ich gucke mir die Leichen eigentlich nur noch an, ob sie Munition vielleicht haben, weil Munition kann ich immer brauchen. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war, aber irgendwann kam auch mal ein Facehacker von hinten. Aber ich weiß nicht, wo. Ja. Wo kommt denn der nächste Speicherpunkt? Hier ist, glaube ich, gar keiner mehr. Danke. Du musst, glaube ich, hier aufpassen. Wenn du um die Ecke kommst, dann ist irgendwo einer auf dem Boden gleich. Ah! Ja, den meinte ich nicht. Alter Schwede! Scheiße! Scheiße! Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell! Genau. Schön! Oh Gott! Das fällt das da direkt vor deiner Nase auf den Boden. Das war heftig. Oh. So ein Kack. Mhm. Also das wird spaßig. Ja, toll. Ich bin so froh, wenn wir hier raus sind. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach nee. Was meinst du, wie ich mich gefühlt habe, als das vorbei war? Oh. Kannst du mich jetzt verstehen? Ja. Das ist schön, das freut mich. Das kann man auch nur verstehen, wenn man das erste Mal selbst gespielt hat. Das ist absolut die Hölle. Mhm. Moment, ich muss erst dahinter und Zeugs einsammeln, genau. Ja, wenn das wichtig war, ich weiß es jetzt nicht. Ja, Pumpgun-Patrone, Taschenlampenbatterien und subkutane Impfpistole. Die waren aber woanders. Pass auf, rechts von dir ist ein Ei, Schatz. Jetzt, wo du sagst. Es ist schon offen. Da ist er. Gut, hast ihn getroffen. Das alles war eigentlich gut. Sogar besser, weil das hat weniger Munition gebraucht als, Ich hab's gehört, ich wollte mich gerade rumdrehen. Scheiße. Mann! Es war schneller. Gott, ist das ein Scheiß mit dem Nest. Ja. Ich aber du fandest es doch immer so toll. Ja, es ist ja auch toll, wenn man zuguckt. Okay. Eigentlich würde ich jetzt total gerne. Das klingt jetzt total bescheuert. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne dahinter gehen, die Sachen einsammeln und dann nochmal zum Speicherpunkt zurückkehren. Das klingt überhaupt nicht bescheuert, das ist sogar sehr gut. Und dann erst in diesen Seitengang, damit ich hier den Abschnitt weg habe. Ja. Denk nur dran, der Große kommt sowieso gleich anscheinend. Das ist wohl geskriptet, glaube ich, dass der gerannt kommt. Vermute ich. Okay. Also einsammeln, umdrehen. Auch die Leiche. Ja, ist schon da. Ich hatte jetzt gar keine Chance. Ich habe den runterpoltern hören, habe mich sofort umgedreht. Hm. Das heißt, ich latsch dahin, dreh mich rum, warte das Alien ab und sammel dann den Kram ein. Okay. Na, das gibt ordentlich viele Tode jetzt, also... Ja, drei hatten wir jetzt schon. Ja, und dabei habe ich den schwierigen Teil ja noch gar nicht in Angriff genommen. Ja, du warst drin im schwierigen Teil am Anfang, ja. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich ganz häufig sterben, weil beim ersten Mal klappt es immer am besten. Und dann kommt man ganz, ganz lange nicht weiter. Aha.
Das war schon mal gut. So, wenn okay. du oben bist, umdrehen. Da lag übrigens Flammenwerfermunition. Ich weiß, aber die habe ich vorhin genommen und dann kam das Drecks-Alien. Das kommt so, hier raus. Ach so, der kommt gar nicht von hinten angerannt. Der kommt hier aus dem Lüftungsschacht raus. Oh. Drehen. Und zwar sobald ich mich umdrehe. Nee, doch nicht. Tatsächlich. Okay. Das hängt mit der Flammenwerfermunition zusammen. Ja, warte. Toll. Warte. Es haut ab. So, jetzt alles einsammeln. Jetzt musst du natürlich hinterher. Der sprichst. Witz ist, dass ich da viel mehr Flammenwerfermuni verbrauche, als dass ich eingesammelt habe. Also die Frage ist, nur für Taschenlampenbatterien und die subkutane Impfpistole lohnt sich das für mich ja eigentlich schon fast gar nicht. Dann lässt du es mit dem Speichern. Hängt da einer? Es kann sein. Nee, tut mir leid, ich wollte jetzt hier rein. Also, ich weiß, dass es mich, glaube ich, in dem Gang auch kriegen kann, aber trotzdem fühle ich mich hier irgendwie sicherer. Also hier würde ich auf jeden Fall links rum, weil du da halt noch Muni kriegst und Impfpistole und so weiter. Ja, okay, da habe ich aber die Chance, dass es mich hier hinten in der Ecke gar nicht sieht. Richtig. Die Ecke ist eigentlich ganz cool. Ja, das Problem ist, dass, wie gesagt, mein Inventar total voll ist. Mhm. Und mir dann natürlich jetzt auch die Munition ein bisschen ausgeht vom Flammenwerfer. Also, hier kam es ja vorhin. Ja, jetzt ist es aber gerade anscheinend weg. Ja, also, hier ist dann nichts mehr geskriptet. Hier kann es auftauchen oder halt auch nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das hier wirklich nur noch eins ist. Ich glaube nämlich nicht. Ja, das. Ich habe ja beim letzten Mal auch schon erklärt. Dass. Ja. Entschuldigung, ich höre nur gerade auf meine Umgebungsgeräusche. Dass bei so vielen Leichen und so vielen Facehuggern. Man eben nicht mehr unbedingt mit einem Alien rechnen muss. Was ich noch nicht erwähnt habe. Ist. Moment, ich will mal hier kurz rein. Wow! Jetzt dachte ich, da hockt was drin. Das sah eklig aus, ja. Ja, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Aliens einen Wahnsinnsstoffwechsel haben und sich extrem schnell entwickeln. Das heißt, das stimmt, ja. wenn so ein Chestburster aus einem rausploppt, dann dauert das nicht allzu lange und man hat ein ausgewachsenes Alien. Das dauert jetzt, ja genau, also das dauert jetzt nicht Monate, bis die heranwachsen oder so. Okay. Kurz Blick auf die Karte. Ich muss hier einfach weiter. Einfach. Mhm. Und ich weiß, dass hier ein Facehugger kam beim letzten Mal, der mich da erwischt hat. Ja. Da, ich sehe ihn schon. Da ist er. Gut. Und weiter. Du musst auf jeden Fall erstmal geradeaus weiter und nicht, also jetzt nicht rechts um die Ecke, da musst du später hin. Du musst geradeaus. Okay. Danke, dass du das noch so gut weißt, weil... Ich versuche nur zu helfen. Ja, ne... Uah! Es ist hier, scheiße, wo ist es, du Drecksvieh? Ich seh's nicht, ich hör's. Wo ist es denn? Ich kann dir leider gar nicht helfen, ich höre ja nichts. Ich hab grad gehört, wie es aus dem Schacht gepoltert ist. Du musst weitergehen, das ist ganz wichtig. Nimm mir das so lange. Das hast du überlebt. Also das hab ich ehrlich gesagt aber auch schon festgestellt, dass es... einfach irgendwo stand an der Wand, weil keep on moving. Und pass auf. Ja, ich weiß, ich sehe es. Da ist ein Speicherpunkt. Ich weiß, da kommt noch einer hier. Das ist mir auch eingefallen. Aber das ist jetzt hier gerade in so einer Sackgasse. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever ist. Ja, mach. Ja, natürlich ist es clever. Ich lebe noch. Ich bin weitergekommen. Natürlich ist es clever zu speichern. Okay. So. Da rechts musst du rein und das aktivieren, das Ding, genau wie eben. Aktivieren und dann diesen Kern darunter fahren. Ja. Ich will nur gucken, ob hier noch geschlossene Eier sind. Nee, ich glaube nicht. Ich hör's. Ja, da ist es. Du hast es wieder überlebt, du bist gut. Nee, ich glaube, ich hab's nicht überlebt. Oh. Tach.
Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, hast du gut gemacht. Okay, ich versuche jetzt. Ach nö. Was ist denn los? Ja, mein Programm ist mal wieder abgestürzt. Oh, das ist schade. Ja, da sind wir wieder. Ja, Und kurzer Absturz. ich hör's. Den Absturz hörst du? Nein, das Alien. Aber es kann ja auch von links kommen. Ich weiß, da ist es. Hier in den Raum rein, wie es zu spät. Mach noch nicht so früh. Du darfst das nicht so Doch, früh ja, machen. ich weiß, aber es hat funktioniert, es ist weg. So, du musst da rein, was aktivieren und dann kannst du diesen Kern hinter dir da in der Mitte auch noch wieder Okay. benutzen. Ja. Warum liegt da eigentlich nur Zeug, das ich nicht brauche? Warum liegt da keine Flammenwerfer-Muni? Die könnte ich nämlich viel dringender brauchen. Ich Kannst du da hör's. nicht, kannst du da nicht Nein. irgendwo noch was betätigen? Ja, bestimmt, aber ich will gerade gucken, wo das Alien ist. Ich höre es nämlich. So halb links von mir. Ich glaube, jetzt ist es wieder nach oben in den Schacht verschwunden. Das ist ja Jetzt gut. ist es wieder hier. Da ist die Tastatur. Ja, ich weiß. Und das Alien auch. Da ist es. Siehst du es? Ja. Dich sieht's vielleicht auch. Ja, vielleicht. Das kommt aber nicht hier rein, oder? Eher nicht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt ist es wieder nach oben. Kein Strom. Musst du erst den. Okay, du musst anscheinend erst den Generator. Aber das war doch beim letzten Mal andersrum. Da musstest du doch erst die Tastatur bedienen, oder? Oder hast du die hinterher bedient? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß es nicht. Da ist ein Alien. Soll ich es vielleicht mal ablenken mit irgendwas? Aber ne, jetzt ist es Ja, wieder du nach musst ja oben. da runter. Das ist ja das Ja, Problem. es ist gerade auch wieder nach oben verschwunden Das und. Problem ist, dass das schon ein bisschen Krach macht. Nee, du musst erst den Mechanismus deaktivieren, meine ich doch. Ja, Hä? aber. Da sagt er kein Strom. Was? Was hätte ich denn jetzt tun sollen? Hättest du jetzt doch erst in den anderen Gang gewusst? Das kann aber eigentlich nicht sein. Ich bin auch damals zuerst hier lang gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du kannst ja auf die Karte gucken. Ich Was guck. sagt die denn? Oh, Scheiße. Die Karte sagt, ich hätte in den anderen Gang gemusst. Es tut mir leid, dann habe ich Ja, das falsch in Erinnerung. sowas passiert. Das, Hier links, geh direkt links da. wir hatten ja. Ach so, hier. Hier konntest du ja vorhin noch gar nicht lang, oder? Das weiß ich nicht. Aber wir hatten ja gespeichert, also das ist ja jetzt nicht so wirklich schlimm. Ja, da ist ein geschlossenes Ei. Da, das ist alles richtig. Doch, 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 das war. Da kamst du ja von der anderen Seite gar nicht hin, bin ich der Meinung. Hier Ja, musst du das ist was. ja auch eine Sackgasse hier, also. Ja, aber die, du. Nee, hier ist irgendwo ein Gang, wo du reinkrabbeln kannst. Ich weiß aber gerade nicht wo. Ah! Ich habe halt keine Munition mehr. Na gut, halt, warte doch mal ab, warte doch mal ab. Ja, ich warte ab und bin tot. Okay. Warum ist dieses Drecks-Alien jetzt nicht abgehauen? Ja, wahrscheinlich war es noch nicht bereit für so einen Fluchtversuch. Na toll. Ja, Also, weil es ja gerade aus dem Schacht gefallen ist, weißt du? ich habe aber ehrlich gesagt jetzt auch gerade nirgends was gesehen, wo ich den Dann Strom kannst, hätte jedenfalls herstellen kannst du können. jetzt. Ja, dann. Ja, da war noch ein Gang. In diesem Gang. Ich muss erst zu diesem Beta-Kern, um dann festzustellen, dass ich den Strom herstellen Ja. muss. Also war es doch richtig, hier hinzugehen. Okay. Man meine ich doch, ich war zuerst hier. Und dann musst du in den Gang rein, da ist irgendwo auf der linken Seite dann ein Schacht. Believe me that. Genau, und jetzt kommt das neue Ziel. Leiten Sie den Strom um. Ja. Oh, ich höre es. Hallo. Es guckt Es mich guckt. an. Ja, schön. Es kommt zu dir. Ich freue mich. Wobei man sich ja nicht wirklich sicher sein kann, ob es einen anguckt. Hat es denn überhaupt Augen? Also das ist das Einzige, was ich an dem Teil noch nie gefunden habe, die Augen. Ja. Allerdings finde ich, mit Augen wird es dann auch wieder ein bisschen Hier unglaubwürdig links irgendwo. aussehen. Geh weiter, geh weiter. Ist schon richtig. Ich höre es. Ja, ist doch gut.
Ja. Das hat dich gerade erwischt. Ich weiß. Ja. Wir sind jetzt aber auch an einem Punkt, wo wir vielleicht eine kleine Unterbrechung machen könnten. Ja, ich könnte jetzt auch eine Pause brauchen. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schaffen wir den Rest vom Nest. Richtig, so machen wir das. Glaube ich zwar noch nicht, aber okay. Bis morgen. Bis dann, ciao. Ciao.